Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie, euch alle, recht herzlich zum Impuls zum 5. Fastensonntag hier in unserer Kirche in Herisau. Nach einer alten Tradition sind Zündig eigentlich kein Fasttag. Der Sonntag, erster Tag von Gott, von der Auferstehung, von der Ruhe und von der Erholung. Der Sonntag, er sollte Pause sein vom Alltag, vom Schaffen und auch von der Ängste und von der Alltagssorge. Besonders auch in solchen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, ist es wichtig, dass man Ort haben, wo man Hoffnung schöpfen könnte, Kraft findet und Trost. Kraft findet für da, was ist und für all da, was vielleicht noch kommt. Für viele Menschen ist ein solcher Ort eine Kirche. Eine Kirche mit ihrem besonderen Licht, mit der besonderen Atmosphäre, mit dem Hall, den Kerzen, mit dem Orgelklang. Und so wollen auch wir jetzt probieren, ein bisschen Sonntag zu haben und Sonntag zu feiern. Mit Musik, mit dem Text aus der Bibel und auch im Gebet. Herr Jesus Christus, Alltagssorgen, Nöte, Ängste, haben wir im Moment mehr als sonst. Du bist Licht in allen Dunkelheiten. Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Die Situation, in der wir stehen, sie ist eine Herausforderung für uns alle. Du bist Kraft in unseren Herzen. Zu dir rufen wir, Christus, erbarme dich. Alle sind von dieser Situation betroffen. Jeden trifft sie etwas anders. Viele betrifft sie existenziell. Du bist Hoffnung in all unseren Ängsten.
Zu dir rufen wir, Herr, erbarme dich. Der Herr, unser Gott, er komme uns nahe in seinem Sohn Jesus Christus. Er nehme von uns Sünde und Schuld, alle Angst und Traurigkeiten unseres Lebens, und er schenke uns seinen Frieden. Amen. Lasset uns beten. Lebendiger Gott, du hast dem Leben Leid und Tod nicht erspart, aber du hast dem Tod die Macht genommen. Du hast Jesus aus dem Tod erweckt. Erfülle auch uns, die an ihn glauben, mit dem Heiligen Geist, der Leben schafft. Nimm von uns die Angst und durchdringe uns mit dieser Zuversicht, auch wenn unser Weg durch Leid und Dunkelheit führt. Darum bitten wir durch Jesus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dem Heiligen Geist lebt. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott, der Herr: Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zum Ackerboden Israels, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig und ihr versetzt euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus. Spruch des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Nach jedem Winter kommt der Frühling, da ist einfach so. Da kannst du dich dagegen wehren, da können Diktaturen Gegensteuer geben, da können Systeme probieren zu bremsen. Der Frühling, er ist nicht aufzuhalten. Er kommt immer. So hat der Pfarrer manchmal gesagt, wenn er seine Gemeinde hat trösten wollen,
den Menschen Mut zu machen. Er hat es auch mir manchmal gesagt. Draussen auf der Wiese, in den Gärten, auf den Balkonen, da ist es jetzt so weit. Es ist Frühling, alles treibt aus zu neuem Leben. Auch die Geranie, die ich das erste Mal probiert habe, über den Winter überzubringen, sie machen gerade einen mega Lebensschub. Vor ein paar Wochen noch hat das Projekt fast abgebrochen. Die Blätter sind gel geworden, grau, fast kein Grün mehr rum. Und er denkt, die verknorzelten Dinge, ich tue es jetzt kübeln. Kaum noch Blätter, nur noch grau. Ein Versuch habe ich gedacht, mache ich noch. Die letzte Woche, wo es sonnig war, habe ich sie draußen auf den Balkon gestellt. Nicht viel. Vielleicht ein paar Stunden an ein paar Nachmittage. Und da hat es gelangt. Seit gestern treiben sie aus. Von unten kommen die Blättchen an verschiedenen Stellen in saftigstem, in dunklem, kräftigem Grün. An diesen holzigen Restästen von letztem Jahr treiben sie aus. Vom Ezechiel haben wir Ähnliches in der Lesung gerade gehört. Er sagt heute zu denen, die verzweifelt sind, zu denen sagt er, so spricht Adonai, Gott, der Herr, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich gebe meinen Geist in euch und mache euch lebendig. Eigentlich sind das gerne die Idee und die Worte vom Ezechiel. Wenn man die Bibel liest, dann sagt Gott zu dem Mann, jetzt gehst und seist den Leuten. Es sind eigentlich die Worte von Gott, wo wir heute in der Lesung gehört haben. Der Ezechiel selber wäre zu diesen Worten wahrscheinlich gar nicht fähig gewesen. Er hat selber zu denen gehört, wo verzweifelt gewesen sind, wo hoffnungslos gewesen sind. Er hat zu diesen austrockneten Menschen gehört. Der Ezechiel erlebt und schreibt in der Zeit vom babylonischen Exil. Jerusalem war lang eingekesselt, die Menschen in der Stadt eingesperrt, in der Stadt Gottes, wo ihr Tempel war, bis sie aufgegeben und die Stadt eingenommen worden ist. Dann sind viele verschleppt, versklavt worden in ein fremdes Land, in eine fremde Kultur. Von dem handelt das ganze Buch Ezechiel. Und die mutmachenden Worte, die wir gehört haben, die kommen erst gegen Ende von dem Buch. Dann schrieb der Ezechiel seine Vision nieder, eben wo es denn heißt, Gott, er wird seinen Geist in die Menschen hineingehen und durch das werden Menschen wieder lebendig werden. Er wird sie auf den Ackerboden versetzen, wo sie neu können Wurzeln schlagen und neues Leben werden finden. Was Ezechiel erlebt hat, da lässt sich mit dem, was wir jetzt erleben, nicht vergleichen. Uns trennen uns mehr als 2500 Jahre, aber von dem, was Ezechiel an Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben, in seiner Zeit, da kann auch uns heute Mut machen. Mut machen, gerade jetzt, in diesen Tagen. Die Menschen dortmal, sie sind eingesperrt gsi. Sie haben sich später dann nach der Verschleppung
müssen in Babylon neu organisieren. Ihr bisheriges Leben, da hat es nicht mehr gegeben. Der Tempel war nicht mehr. Und viele haben dort mal sicher auch gefragt, was ist denn mit dem Gott, an den ich so glaube? Was ist mit meinem Glauben? Da war eigentlich mein Leben ausgemacht hat, da alles ist weg. Und auf dem Hintergrund sagt Gott jetzt zu Ezechiel: Sag deine Leute, ich will meinen Geist euch geben, einen Geist, der euch lebendig macht, der euch verwurzelt in einem neuen Ackerboden. Und dann werdet ihr erkennen, dass ich Adonai, euer Gott, bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus, Spruch des Herrn. Gottes Geist in uns, vielleicht ähnlich wie die Lebenskraft von der Pflanze im Frühling. Die Kraft ist da. Sie ist auch im Winter da. Sie ist einfach an einem anderen Ort, unsichtbar im Innersten, in den Wurzeln. Und auf die Kraft, auf die sollen wir vertrauen, an die Kraft sollen wir uns erinnern. Zudem ruft Ezechiel uns heute auf. Uns, auch uns Christen, besonders auch im Hinblick aufs Osterfest. Übrigens, wenn man den Namen Ezechiel aus dem Hebräischen ins Deutsche dort überträgt, dann bedeutet das so viel wie: Gott möge dich stärken. Gott möge dir Kraft geben. Und das wünsche ich Ihnen allen heute, an dem Sonntag und auch für die kommende Zeit. Ewiger Gott,
Du erfüllst uns mit deinem Geist, der lebendig macht. Zu dir kommen wir und bitten. Für alle, die politische Verantwortung übernehmen in diesen Tagen. Für alle, die ständig neu wichtige Entscheidungen treffen müssen, von deren das Wohl der Menschen abhängt. Sei mit ihnen, mit deiner Weisheit, mit deiner Liebe. Für alle Menschen, die krank sind, zu Hause, in den Spitälern, und für alle, die sich mit großem Einsatz um sie kümmern, sei mit ihnen, mit deiner Kraft. Für alle, die um ihre wirtschaftliche Existenz bangen, für alle Familien, Kinder, Mütter und Väter, die jetzt auf engem Raum viel Zeit zusammen sind, für alle, die allein sind und in ihrer Wohnung bleiben müssen, sei mit ihnen, mit deiner Geduld. Für alle, die jetzt mit uns verbunden sind, für ihre Bitten. Miteinander, wenn wir beten, wie Jesus uns zu beten gelernt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, du Licht über allem, erleuchte das Dunkle in unseren Herzen. Gib uns einen Glauben, der weiterführt, eine Hoffnung, die durch alles trägt, und eine Liebe, die weiter und tiefer wächst. Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bruder. Amen. Ich sage Ihnen, ich sage euch vielen Dank für euer Dabeisein, fürs Mitbeten. Bleiben wir auch in diesen besonderen Tagen in Kontakt. Teilen Sie mit uns, was Sie beschäftigt, vor was Sie Angst haben. Aber teilen Sie auch das, was Ihnen Freude macht und Halt gibt und Mut. Per Telefon sind wir vom Seelsorgeteam erreichbar für Sie. Und im Namen von uns Seelsorger wünsche ich Ihnen jetzt allen auch einen ganz guten Sonntag. Bleiben Sie gesund. Darum bitten wir jetzt auch Gott um seinen Segen. Der ewige Gott, er segne uns und unsere Lieben. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden. Das gewähre uns heute und alle Tage unseres Lebens der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.